begrüße euch heute zum letzten Video 2018. Hier seht ihr meinen Limo-Motor. Da wartet schon Marius. Hi. Wir machen heute so ein doppeltes Video. Aus zeittechnischen Gründen wird Marius heute seinen Motor ausbauen. In der Zeit fange ich an, den Motor zu zerlegen, weil in wenigen Tagen, am 6.1., muss nämlich dieser Motor teilzerlegt bei Björn stehen. Da gibt es den großen Livestream, also schon mal vormerken. Sonntag, 6.1. wird dieses Prachtexemplar hier zerlegt. Aber eigentlich geht es gar nicht hierum heute, sondern wir bauen heute bei Marius aus dem Golf den Motor aus. Und ja, den Golf kennt ihr ja schon aus 1, 2, 3 Videos zuvor. Grob nochmal zusammengefasst, 922 Kilo, 694 PS, 281 km/h auf der halben Meile. Mhm. Das war 2018. 2019 soll es natürlich vorangehen und deswegen wird die Technik hier jetzt ausgebaut. Wir werden einiges am Motor, Turbolader, Getriebe und ändern. Aber heute bekommt ihr nochmal einen kleinen Einblick, wie das 2018er Setup war, weil das Ganze ist, da sind noch ein paar Serienteile drin, die keiner glauben wird, dass sie Serie sind. Und genau deswegen wollten wir euch unbedingt einmal nochmal mitnehmen für den Ausbau, sodass ihr euch das alles einmal angucken könnt. Ich würde sagen, alles Weitere macht aber erstmal Marius. Der baut jetzt mit euch im Motor aus, sodass ich in der Zeit hier schon mal Turbolader und so weiter abbauen kann. So, an alle, die jetzt erst zuschalten, nochmal kurz zum Auto. Golf 2, V6 Motor, das heißt der Bauernmotor als Zweiventiler, 2,8 Liter. Ja, ich denke mal, das reicht als Basics. Erstmal alles Weitere machen wir am Motor, wenn er gleich ausgebaut ist. Wie oft hast du den Motor schon ausgebaut, Marius? Boah, weiß ich nicht, 12, 15 Mal so. War schon so oft? Hm. Aber oft, um das Getriebe zu tauschen, ne? Ja, ja, wobei das Getriebe geht mittlerweile so, aber ach, auch schon 1000 Sachen immer geändert. Mal eine Kopfdichtung kaputt, mal dies, mal das. Dieses Jahr war ja wenig, aber sonst habe ich ihn schon so dreimal pro Saison ungefähr ausgebaut, ja. Mhm. Ja. Dazu kann man sagen, deswegen machen wir das Ganze nämlich auch zum Beispiel. Hier ist ein stinknormales 02A V6 Getriebe drin. Also ich sag mal so ein 100 bis 200 Euro Getriebe. Ne? Das ist komplett Stock, da ist nichts dran geändert. Dahinter ist so eine billige F1 Kupplung, war das? Ne? Ja, genau. So eine billige F1 Kupplung, die auch ein Apfel und ein Ei kostet. Ist eigentlich der Wahnsinn, dass das die Leistung und die Slicks und so weiter überhaupt packt. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Ich glaube, Antriebswellen und so ist auch alles original. Ne? Alles original, ja. Auch alles schon aus meiner Saugerzeit. Also Antriebswelle habe ich zum Beispiel noch nicht eine zerstört im Turbobetrieb. Mhm. Ich denke da aber, dass da die Vollslicks vorne auch ganz gut mitspielen. Ne? Dass die das so ein bisschen gleichmäßig verteilen. Ja, wahrscheinlich schon. Der Auspuff, den ihr seht, der hier so dezent aus der Haube raus ist, das ist rein für die Messe gewesen, deswegen sieht er auch noch so farblich blass aus. Der hat noch nicht viel gesehen. Genau, das soll nächstes Jahr wieder unten raus verschwinden. Muss man dann immer den Motor ausbauen, wenn man das Getriebe ran will? Nee, es geht natürlich deutlich einfacher, aber muss nicht. Geht auch so. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, das verkleide ich mir erstmal, vielleicht da. Was war's denn? Habe ich vergessen. Und wie zufrieden bist du so mit der Saison gewesen? In Summe sehr. Wir waren leider erst zum Schluss schnell, ne? Weil ich leider lange Zeit der Meinung war, ich kriege die Nockenwellen selber eingemessen, habe das leider aber einfach falsch getan. Habe die dann fürs letzte Event mit Philipp einmal zusammen eingemessen. Boah, und siehe da sind dann gleich so 12, 15 km/h gekommen, ne? Also das war definitiv lange ein Problem, weil ich es einfach technisch falsch gemacht habe. Ich bin Karosseriebauer, kein Mechaniker, habe mir das alles so ein bisschen selbst beigeschraubt, sage ich mal. Und da hat es einfach dann dran gehapert. Und da war die 282 dann im Prinzip so mein Saisonhighlight. Ja, vielleicht einmal hier in dem Step kurz erwähnt, die Motronic ist noch Serie, also die ME3 in dem Auto. Serienluftmassenmesser einfach nur im 100er Gehäuse, ist natürlich von der Software her berücksichtigt. Dann Kraftstoff liegt in dem Auto komplett Dash mit einer E3L, einer großen Pierburg-Pumpe, 630er Düsen mit 3 Bar und zum Kühlerpaket vielleicht nochmal der Wasserkühler, damit das hier überhaupt so in die Rallye-Front bestmöglich reinpasst, ist ein Opel-Kühler von Philipp, den ich geändert habe. Eigentlich hat er noch einen Anschluss hier drüben. Den habe ich zugemacht, den Kasten gespalten und beide Anschlüsse
in Fahrtrichtung links gemacht, damit das überhaupt so geht. Ansaugbrücke von Ben, Don Octan, dies Jahr auch erst reingekommen, dann in Verbindung mit der Alu-Verrohrung, die ich aus Gewichtsgründen gebaut habe. Ja, und Drosselklappe ganz normale 2,8er unbearbeitet. Ja, als nächstes Unterfahrschutz ab. Haben wir im letzten Video darüber berichtet. Ich habe das Auto also bestmöglich damals verkleidet aus aerodynamischen Gründen. Der muss jetzt natürlich ab, weil die Stoßstange ab muss. Das ist jetzt der nächste Step, ehe wir dann an den Motor kommen. Fragst du nochmal oder soll ich jetzt sagen? Nee, du weißt ja meine Frage. Okay, nächster Step ist jetzt Ladeluftkühler raus, Druckrohr raus, Kühlwasser runterlassen, Wasserkühler raus. Und dann kommen wir dem Ganzen schon näher und sehen auch gleich nochmal den Beweis für das 02A. Jetzt kommt die Arbeit, die ich als Karosseriebauer am meisten hasse, Kühlwasser und Öl. Das ist der Grund, warum ich Karosseriebauer geworden bin und kein Mechaniker. So, kleiner Zwischenstand. Turbolader ist raus, TTE 1200 mit diesen krassen Gehäusen. Einmal hier auf der Seite, im letzten Motorausbauvideo hatte ich ja gesagt, dass ich an den Hosenrohren so Adapter habe, dass ich quasi immer nur die V-Bahn-Schelle lösen muss. Das heißt, hier können wir die Lambda-Sonde einschrauben und ich kann die Sonden immer, wenn ich die Hosenrohre ausbau drin lasse, nehme einfach hier die Downpipe ab und fertig. Ja, hier sieht man nochmal schön die thermoisolierten Gehäuse. Ja. Und die witzigen Gehäuse. Hier sieht man schön meine Wassermethanol-Düse. Ich gehe mit Wassermethanol direkt in den Turbolader rein. Ja, warum baue ich den Turbolader ab, beziehungsweise die Turbolader? Zwei Punkte. Einmal, Motor wird zerlegt. Zweiter Punkt ist, es gibt natürlich ein kleines Upgrade, wie jeden Winter. Und wir haben dann mit TTE mal wieder ein bisschen was vorbereitet. Und ich bin mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Mal ganz entspannt einfach nur zuzugucken. So wie der Kameramann, der darf auch mal zugucken. Dafür sitzt er hinterher lange. Muss eigentlich irgendwas am Golf 2 angepasst werden, um diesen V6 da reinzukriegen? Der Längsträger auf der Beifahrerseite, da gibt es sonst Platzprobleme zur Riemenscheibe, ja. Ah, aber das ist schon alles? Das ist schon alles, ja. Das heißt, Achse dann Golf 3? Ja, das ist hier eine Plusachse hier drin, deswegen ist die Spur leider vorne etwas weiter. Aber ich wollte unbedingt die Plusachse haben. Plusachse heißt? Die ist vom Aufbau her die stabilste, die es im Golf 3 quasi eigentlich gab, also stabilmäßig und so. Im Golf 3 eine normale und eine Plusachse? Genau, genau. Ah, okay. Das ist dann quasi die Achse, die überhaupt erstmal 5 Loch hat. Mhm. Das gab es ja damals dann nur beim GTI und beim VR6 und beim Synchro und so weiter. Aber die VR hatten immer eine Plusachse? Ja. Wobei, warte, jetzt muss ich überlegen, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ja, es wird bestimmt einer unter euch sein, der absoluter Golf 3-Experte ist und auf jeden Fall Bescheid weiß. Tja. So. Was haben wir so vor mit dem Auto über Winter? Wir werden natürlich auch hier fleißig bauen, damit das Ganze nächstes Jahr auf jeden Fall noch schneller wird. Es kommt ein neuer Krümmer drauf. Sobald der Motor raus ist, werdet ihr sehen, das ist noch ein ganz normaler Gusskrümmer. Also nichts Tolles, sage ich jetzt mal. Die Marius wollte damals, als er das Auto gebaut hat, hat er den ursprünglich als, ich sag mal, mehr so Optik-Racer gebaut und nicht unbedingt der Funktion wegen. Deswegen sitzt dieses Wastegate hier auch oben drauf. Das ist natürlich von der Wastegate-Ansteuerung, also abgasmäßig, kommt dieser Bogen hier, ist alles nur für das Wastegate.
Das ist natürlich alles andere als perfekt, um den Ladedruck zu regeln. Das heißt, das muss auf jeden Fall alles umgebaut werden, beziehungsweise muss eh umgebaut werden, weil wir werden auf jeden Fall einen neuen Krümmer bauen. Denn es kommt nämlich auf jeden Fall auch ein neuer Turbolader drauf. Wir werden kürzere Pleuel einbauen, damit diese, ich sag jetzt mal, Verdichtungsreduzierungsplatte weg kann. Was werden wir sonst noch ändern? Ja, Umstellung auf E85, große Düsen. Ne? Das heißt, das Kraftstoffsystem muss auf jeden Fall nochmal angepasst genau. werden. Genau, zweite Pumpe rein oder zwei andere Pumpen rein, wie auch immer. Neue Kopfbolzen werden wir auf jeden Fall verbauen. Ja. Pleuel war ja diese Saison schon Pro Series drin. Mhm. Hauptlagergaster sind noch Serienschrauben. Mhm. Und ja, weiß nicht, Kupplung und Getriebe, hast du das schon erwähnt? Nee, Kupplung und genau, Kupplung und Getriebe. Das war ja ein großer Punkt, warum das Auto öfter mal 2018 ausgefallen ist. Wie gesagt, Serie 02A drin, funktioniert, muss aber nicht. Das heißt, es hat auch öfter mal den Dienst quittiert und es ist immer der dritte oder der fünfte Gang abgerissen. Ist natürlich keine Dauerlösung, gerade wenn man versucht, konstant nach und nach schneller zu werden auf den Events, muss da natürlich eine Lösung her, die zumindest einigermaßen funktioniert. Wir wollen probieren, gegenüber vieler Empfehlungen lassen wir das 02er aber drin, werden dort allerdings auf einen Radsatz gehen. Mal gucken, entweder synchronisiert oder als Dockradsatz, entscheidet sich dann noch. Und dafür muss auf jeden Fall auch andere Schwungrad, andere Kupplung rein. Und dann müsste das getriebemäßig eigentlich auch schon wieder vorne sein. Ne? Hoffen wir. Es gibt zwar Leute, die behaupten, dass selbst diese Radsätze im 02A nicht funktionieren, aber wenn wir uns überlegen, wie lange das Serien 02A-Getriebe dann doch immer hält, sind wir da eigentlich ganz guter Dinge, dass das ja. passt. Interessant wird dabei auf jeden Fall die Übersetzung, weil da werden unten raus die Gänge auf jeden Fall viel, viel, viel länger, sodass nach oben hin die Abstufung dann kürzer ist. Ne? Plus irgendwie nochmal so 30, 40 Kilo suchen, ne? Wäre schön. Nochmal ein bisschen Gewicht dann, finden. Ja. Was denkst du, wo kannst du noch was finden? Ich werde auf die Heizung verzichten, auch wenn das vielen jetzt nicht gefallen wird, aber ich brauche sie nicht. Das heißt, dieses ganze Gebläse, Wärmetauscher-Zeug werde ich da einmal ändern. Dann gibt es so ein paar Sachen unterm Armaturenbrett, auf die ich noch verzichten kann, so in Hinsicht auf Dämmung, die ist im Zweiergolf sehr schwer. Oder nicht sehr schwer, aber relativ schwer. Und gibt noch die eine oder andere Sache, wie du gerade schon sagtest, das Wastegate, das fällt ja dann weg, es wird komplett anders gebaut. Das heißt, ich denke mal, dass der Krümmer ein Tucken leichter wird, der Lader aber auf jeden Fall leichter wird, weil der Borgwarner echt ein Eisenschwein ist. Ne? Mhm. Und ich habe vor, mein Traum ist eigentlich eine Downpipe aus Alu zu bauen. Mhm. Das heißt, das ganze Edelstahlzeugs plus der schwere Gusskrümmer, da fliegt auch nochmal weg. Genau. Das heißt, in Summe sollten noch ein paar Kilo kommen. Man könnte sich jetzt wieder reinsteigern und sagen, man kann den Kunststoffventildeckel noch nehmen und so weiter, aber... Die Strebe da unten könnte man noch in Alu bauen. Genau. Beziehungsweise Strebe, das ist ja mehr schon... ein ganzer Träger. Das ist, ja, eine Mischung aus, es ist zweiteilig. Ne? Eins ist für das Kühlerpaket quasi, das ist im Prinzip nur ein tiefgezogenes Blech. Und das andere ist im Prinzip eigentlich der Querträger zusammen mit dem, der dann nur eine Stoßstange hat. Für den Kühler, das kannst du ja auf jeden Fall in Alu bauen. Ja. Das ist ja kein Problem. Ne? Ja, cool. Was muss noch alles gemacht werden, dass ein Motor raus kann? Öl runter, Antriebswellen ab und so ein bisschen Kabelzeug noch auf der Seite und dann haben wir es. An der Stelle muss ich mich für dieses Jahr schon mal verabschieden. Ich muss los. Marius und René, ihr macht das jetzt alleine zu Ende. Ich denke mal, ihr bekommt das schon hin. Lasst euch nichts auf den Finger fallen. Ich hoffe, ihr hattet das ganze Jahr über jede Menge Spaß an den Videos. Die beiden bauen jetzt den Motor hier fertig aus. Ich hoffe, sie werden euch weiterhin noch ein bisschen Infos zeigen, gerade speziell Getriebe. Vielleicht könnt ihr das Getriebe noch abziehen und die Kupplung zeigen. Ja. Die Billigkupplung. Mal gucken, wie sie aussieht. Und ja, dann guten Rutsch ins nächste Jahr und wir sehen uns 2019. Ja, dann machen wir weiter, René. So, Philipp ist weg. Wir haben die Schaltung ab, wir haben Kraftstoff ab, wir haben den Keilriemen runter. Jetzt einmal hoch, Öl runter, Antriebswellen ab und dann ein letztes Mal runter und dann können wir auch schon ausbauen, René. Wie lange schraubst du eigentlich schon an dem? Also das Auto habe ich jetzt, wie gesagt, 11 Jahre. Schrauben, würde ich sagen, habe ich angefangen mit, ja, Vater hat ja eine Autowerkstatt, habe ich im ersten Video ja schon mal gesagt. Ich würde sagen, ich habe irgendwie so mit 11, 12 an der Zündapp Mofa ZD20 angefangen. Also ähnliche Karriere wie Philipp, nur dass ich in Summe noch ein bisschen jünger bin. Mofa, Roller, natürlich auch diversen Stress, weil Roller zu schnell, wie jeder es halt durch hat. Und dann halt mit 18 oder mit 17 dieses Auto gekauft sozusagen. Okay. Nebenbei viele andere Autos durchlaufen, auch andere Motorvarianten, aber von diesem Auto irgendwie nie wieder weggekommen.
So, auch ich fahre 20 W60 auf dem Motor von Philipp. Das ist natürlich, wie ihr seht, bei dem Wetter schon relativ dick. Aber sieht in Summe noch gut aus. Ich habe es dieses Jahr auch erst einmal gewechselt. Und seitdem ich dieses Öl drauf habe, keinen Motorschaden mehr. Seit 2 Jahren. Also ich habe diverse Probleme gehabt, aber seitdem ich 20 W60 fahre, alles gut. Wie viele Motorschäden hast du schon gehabt? Zwei. Ein Kapitalen, 2 leichte. Und der Rest war, würde ich sagen, Verschleiß oder Fehlverhalten des Fahrers. Ja, René, dann wärmen die Muskeln schon mal auf. Wir lösen jetzt die Motorlage, Antriebswellen sind ab, Öl ist runter und dann werden wir den mal aushängen. Ja, René, ich glaube echt, Philipp denkt, dass wir alleine diesen Motor nicht hier rauskriegen, oder? Das denke ich auch, aber was denkst du, was er für Augen macht, wenn wir hier den V6 reinnehmen? Gut, reicht erstmal. Ja, den V6 aus der Limo hier rein, da würde er natürlich Augen machen, wenn er morgen früh hier reinkommt. Und sieht, hups. So. Ich habe den jetzt hier nach oben gelegt. Ja, okay, das geht auch so. Weiter pumpen? Ja, machen wir noch einmal. Ich meine, wenn die Limo laufen würde, könnten wir auch mal eine Runde mit der Limo drehen. Würde er mit Sicherheit auch gut finden, wenn wir einmal so durch Hannover fahren. Denke ich auch, dass er das hundertprozentig gut findet. Oder einfach mal reinsetzen und ein Selfie machen. Ich habe noch nie drinnen gesessen. Nein? Nee. So. Jetzt nicht erschrecken, es klang nur so. Wir ziehen jetzt noch das Getriebe, um den Leuten zu zeigen, dass halt wirklich keine teure Kupplung verbaut ist. Gehen noch mal auf ein paar Kleinigkeiten ein und dann soll es das auch schon gewesen sein. Ja, hier noch mal der lebende Beweis, wie man schon an diesem hochqualitativ blau lackierten an der Druckplatte sieht, ist also definitiv eine günstige Platte. Wir werden die gleich noch abnehmen, dann können wir noch einmal uns angucken, wie die Reibscheibe aussieht. Und hier halt nochmal das 02A mit dem Getriebe-Kennbuchstaben CCM, also Serien Golf 3 VR6 Getriebe. Ich konnte damit quasi eigentlich nur diese 282 fahren. Da wäre noch ein bisschen mehr gegangen von der Übersetzung her, weil wir halt 8000 Umdrehungen mit dem Motor diese Saison gedreht haben. Ne? Ja, aber nee, dann nehmen wir einmal die Kupplung ab. Gehen wir noch einmal so ein bisschen auf Motor ein und dann soll es das gewesen sein. Sehr gut. So, die letzte Schraube. Und dann gucken wir in das Qualitätsprodukt mal rein. Ja, also Schwungrad Serie, habe ich auch nicht erleichtert. Keine anderen Schrauben drin und so weiter, es ist komplett original. Ja, wie man jetzt natürlich, aber wie es zu erwarten war, ist das hier natürlich alles nicht mehr Zustand 1. Ne? Die Kupplung habe ich jetzt 5 Jahre drin. Die hat verschiedene Leistungssteps durch von, sage ich mal, 450 PS mit ungefähr 550 Newtonmeter bis jetzt zu den knapp 700 PS mit etwas über 800 Newtonmeter. Wunder, dass sie es überhaupt gemacht hat. Aber da ist jetzt halt auch Feierabend. Ja, vielleicht nochmal kurz zum Turbolader, weil mich auf der Messe einige Leute angesprochen haben, mit wie viel Druck, welcher Lader jetzt diese Leistung erzielt worden ist. BorgWarner SX300, relativ alte Generation. Der Lader ist mittlerweile auch, würde ich tippen, so 4-5 Jahre alt. Der Lader hat allerdings ein Upgrade bekommen auf einen gefrästen Verdichter. Und eine erleichterte Abgasturbine, beziehungsweise die wurde von der Schraube her erleichtert, um das Ansprechverhalten ein bisschen zu verbessern. Und das wird natürlich auch jetzt leistungsmäßig dazu beigetragen haben. Ansonsten Wasser mit der Nulleinspritzung, Block, Kolben, Serie, Kurbelwelle, Serie, Alospleuel, Pro-Series Schrauben, Lagerschein, alles original VR6, nichts anderes. Kopf ist allerdings komplett geändert von NG Motorsport. Wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt die Ansaugung abbaue, aber es ist halt komplett Golfball bearbeitet. Große Ventile, andere Federn, andere Teller, Hydrostößel vom Ben,
und so weiter. Ansonsten nichts, was es nicht gibt, verstellbare Kettenräder, um die Nocken vernünftig einzumessen und so weiter. Also es ist hier wirklich, würde ich sagen, nichts dran, was irgendwie jetzt ein Geheimnis war, das so zu bauen. Es hat ein bisschen länger gedauert als sonst, muss ich sagen. Liegt einfach daran, ich schraube hier heute beim Philipp, wie ihr unschwer erkennen könnt, für die Videozwecke. Und wir waren relativ viel damit beschäftigt, Werkzeug zu suchen. Nicht, weil es hier unordentlich ist, einfach weil das Umfeld für mich ungewohnt ist und ich zu Hause einfach weiß, was wo liegt. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Aber wir sind fertig, René. Vielen Dank für deine Hilfe. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Gerne, fand ich. Ich denke, wir sind auf genug Sachen eingegangen. Wenn Fragen irgendwie da sind oder so, einfach bei Instagram schreiben, in die Kommentare schreiben, wie auch immer. Gibt es auf jeden Fall eine Antwort. Und das nächste Video von diesem Motor wird dann sein, wie Philipp schon eingangs sagte, wie wir diverse Sachen ändern. Auf jeden Fall einen Krümmer bauen mit dem Benny von BK. Und von TTE einen Turbolader verbauen. Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten. Das ist alles noch in der Mache. Werden wir im nächsten Video drauf eingehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Job auch ohne Philipp war okay, den René und ich jetzt zu Ende gebracht haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao. Ciao. So geil, wie diese Linse da drin immer auf und zu geht.